Rebecca Högler genau das, was sie vor 4 Jahren bewiesen hat als 18-jährige Ivona Dadic. Da hat sie auch diese unglaubliche Zeit von 2:10 laufen müssen oder unter 2:11 und hat es fast punktgenau geschafft, um nach London zu kommen. Das Limit, das war damals das sogenannte B-Limit, das gereicht hat. Jetzt gibt es kein B-Limit mehr, jetzt gibt es nur noch das knallharte A-Limit und das wurde auch noch verschärft. Jetzt aber Zulauf 1, in dem sind 8 Athletinnen genannt. Marie Glaub, Vanessa Spinola, Alina Fjodorova, Marte Koala, Jutta Heikkinen, Caroline Agnew, Michelle Zeltner und mit der Bahn Nummer 5 am Oberschenkel Sarah Lager, die 16-jährige Kärntnerin. Bei ihr wird es darum gehen, die angepeilten 5.800 Punkte zu schaffen oder zu überbieten. Es gibt ja keine Vergleichswerte, es ist ihr erster Siebenkampf überhaupt und der gleich im großen Götzis. Also in etwa 2,5 Minuten hat sie es geschafft. Jetzt geht's los. 2 Runden also für die Kärntnerin. 2:17 wäre eine Zeit, die sie braucht, um mehr als 5.800 Punkte zu machen. 2 Minuten 10, der utopische Wert für das EM-Limit von Amsterdam. Es ist im Prinzip wirklich, so komisch es klingt, egal, denn sie wird die Jugend-Europameisterschaft in Tiflis in Angriff nehmen heuer. Sie würde auch nicht nach Amsterdam reisen, wie sie jetzt ausschaut, für die EM. Denn bei der Jugend-EM, da ist sie Top-Favoritin. Da haben wir sie, die Kärntnerin. Aber schauen wir mal, was möglich ist. Sie wird natürlich so viele Punkte holen, wie es nur irgendwie noch machbar ist. Große Unterschiede auch in dieser Disziplin natürlich. Da gibt es die ganz schnellen 800-Meter-Läuferinnen. Da gibt es welche, die sich sehr schwer tun. Und dann ist natürlich eben die Belastung der 2 Tage auch noch ein Faktor. Michelle Zeltner läuft voraus. Also die beiden Schweizerinnen vorne. Dann Heikkinen und Sarah Lager, die Durchgangszeit. Der schnellsten ist 1:02. Sehr schnell. Bei etwa 1:07, 1:08 kommt die Österreicherin durch. Also auch hier ist sie noch in bester Gesellschaft. Also sagen wir mal 2:17, das wäre schön. Dann macht sie 5.800 Punkte und ein paar mehr. Wünschen wir ihr das. Hallo, Caroline Agnew da jetzt vorne. Zeltner ist ausgestiegen nach einer schnellen ersten Runde. Die hat wohl nur Pace gemacht für ihre Teamkollegin. Und jetzt schauen Sie sich das an. Jetzt kommt Sarah Lager. Die anderen gehen jetzt förmlich ein bei 600 Metern. Und das ist eine sensationelle Leistung. Schauen Sie sich Sarah Lager an, wie die da vorbeimarschiert. Die 16-Jährige scheint sich diese 800 Meter am besten eingeteilt zu haben. Ja, sie hat nur noch 100 Meter. Sehr, sehr schön. Sie könnte diesen Lauf gewinnen, den ersten der 4. Standing Ovations in Götzis. Was will man mehr mit 16 Jahren? Wir verneigen uns vor einem grandiosen internationalen Debüt von Sarah Lager. Sie läuft in 2:18,80 durchs Ziel. Es werden nicht ganz 5.800 Punkte sein, aber Gratulation an Sie und Ihren Trainer Georg Wertner, der da auch schon Glückwünsche entgegennimmt auf der Pressetribüne. Ganz super. Laufsieg für Sarah Lager zum Abschluss. Ein Wahnsinn. Also 2:18,80 war es inoffiziell, 18:78 sind sogar. Das gibt insgesamt 5.776 Punkte. Was will man mehr? Also sie hat alle 7 Konkurrentinnen hinter sich gelassen. Alle sind komplett erledigt, das sieht man natürlich auch immer wieder. Sarah Lager steht im Ziel, als ob nichts gewesen wäre. Super. Das Versprechen für die Zukunft hat für heute mal und für gestern gehalten. Ganz stark. Da gibt es Disziplinen, in denen ist sie wirklich schon, ich möchte jetzt noch nicht von Weltklasse reden, aber erweiterte Spitze für ein Siebenkampffeld. Und wir reden hier immerhin vom besten Siebenkampffeld, das es auf der Welt gibt, ergänzt noch um Jessica Ennis-Hill, ergänzt eventuell um Nadine Brorsen, die kurzfristig abgesagt hat.
Daphne Skippers gibt es ja nicht mehr im Mehrkampf. Die hat heute Nacht in der Diamond League die 200 Meter wieder exzellent bestritten. Übrigens in 22.11 ist sie Zweite geworden. Letztes Jahr noch hier in Götzis. Ansonsten alles da, was Rang und Namen hat. Und in diesem Lauf geschlagen von einer 16-jährigen Kärntnerin. Da sieht man das oft dann eben Zahlen nicht unbedingt immer Aussagekraft haben. Das war eine tolle Leistung, das waren zwei tolle Tage. Die Punkte stehen am Ende da. Und manches Mal sind die Bedingungen vielleicht auch nicht so überragend. Der Laufsieg mit 2:18, 78. Sarah Lager hat sich so 2:15 in etwa gewünscht und vorgestellt. Sie war, wie wir gesehen haben, gerade eben auch auf sich allein gestellt am Ende, weil sie die Stärkste war.